ein paar Trümpfe dann im zweiten Lauf, der dann entscheiden wird. Ja, es ist Platz 4 mit 36,7 Punkten. Damit haben wir hier die Zwischenwertung. Und es ist dann noch einmal gesagt, diese Punkte, die gehen mit ein ins Endklassement. Es führt Shannon Dunn von Nicola Toast und Smile Ricker. Dann kommt Stine Bruhn, Kjeldas. Da haben wir das Klassement. Burnside 5., Hesso 6., Johnson 7. und Nivara 8. Wir machen eine kurze Werbepause, dann folgt Lauf Nummer 2. Bis gleich. Satellit Astra. Nacht der heißen Kufen. Heute früh live bei Eurosport. Zunächst kämpfen die Eisschnellläufer um Edelmetall. Die 1500 Meter sind der Test für Tempo und Ausdauer. Und während die Herren sich im Skilanglauf in den 10 Kilometer klassisch messen, demonstrieren die eiskunstlaufenden Herren im Kurzprogramm tänzerische Eleganz und Sprungkraft. Eisschnelllauf, Skilanglauf und Eiskunstlauf. Heute Vormittag live ab 7.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit bei Eurosport. Jetzt fällt sie die Entscheidung in der Halfpipe zunächst für die Frauen. Es führt im Moment Carabas.